Hey, liebe Freunde, was geht? Wie geht's euch so? Alles gut? Wizard am Start und jetzt kommt ein Video, warum zurzeit kann nicht regelmäßig Videos kommen. Die Therapie ist auch fordernd für mich, weil ich muss relativ früh aufstehen, mit dem Zug fahren und dann habe ich bis am Nachmittag Therapie. Und ja, am Wochenende bin ich halt auch ziemlich müde und ich bringe das dabei nicht unter einen Hut, dass ich quasi regelmäßig Videos mache für Montag, Mittwoch theoretisch, nur wenn Kommentare da sind, und Freitag. Drum habe ich mir jetzt vorgenommen, dass entweder bis die Therapie aus ist, das ist Mitte März, dann geht es wieder normal los, und währenddessen tue ich halt immer jetzt am Samstag oder Sonntag, wahrscheinlich so um 6 normal, ein Video hochladen. Und heute habe ich mir gedacht, weil ich bin jetzt schon 2 Wochen in Therapie, ich habe schon sehr viel daraus lernen können und mir ist auch aufgefallen, ein wichtiges Thema, weil, okay, versteht mir jetzt, warum ich über die Therapie rede. Ich wollte die kurze Info machen, dass am Wochenende ein Video kommt, nicht nur Real Talk, sondern andere Sachen auch, Kunstvideos, wenn ich ein bisschen mehr inspiriert wäre, aber das versuche ich zu regeln. Ich werde auch wieder zum Liederschreiben anfangen und das ein bisschen professioneller üben. Kommt dann vielleicht auch hin und wieder ein Video dazu. Und auf jeden Fall jetzt zurück zur Therapie. Ich habe viel mitnehmen können dabei schon in den 2 Wochen. Und auch, dass ich immer vieles, das geht wahrscheinlich mehr und so, viele Sachen einrede, wie zum Beispiel, dass ich nicht selbstbewusst... Oha! Nicht selbstbewusst... nicht... Ich tue mir gerade ein bisschen schwer, was sicher mitgeht, dass ich nicht selbstbewusst genug bin, aber das rede ich immer nur ein. Ich habe einen guten Selbstwert, natürlich könnte es besser sein, aber ich kriege da sehr viel positives Feedback zurück in der Therapie. Und ja, dass ich ein gutes Auftreten habe und so. Und ja, auf jeden Fall, ich werde auch ein Video nach der Therapie machen, wo ich ein bisschen zusammenfasse, was ich alles gelernt habe. Ich werde wahrscheinlich auch ein Therapietagebuch anfangen. Normales Tagebuch würde ich auch wieder gern mehr schreiben. Vielleicht werde ich euch da manche Erkenntnisse mit euch teilen, weil der Channel Wizard dreht sich ja ziemlich viel um mein Leben. Darum mache ich ja YouTube, dass ich auch aufarbeiten kann, viele Sachen. Und dass ich euch natürlich unterhalten kann. Und jetzt liegt mir sehr am Herzen, dass ich eure Wünsche, das was die Zuschauer auch wirklich sehen wollen, umsetzen kann. Dabei mit Corona ist halt schwierig, es gibt keine Reisevlogs, aber nach der Schutzimpfung, da gibt es ja 2 Impfungen, erstmal die normale und dann nach einer Woche, glaube ich, die zweite, dann habe ich Antikörper in mir. Und wenn der Lockdown aus ist, werde ich dann auch so vielleicht Gruppenreisen machen, falls das dann wieder möglich ist in andere Länder, um neue Leute kennenzulernen, mit denen ich auch vloggen kann. Das liegt mir in der Seele, weil YouTube ist mein liebstes Hobby. Ich mache das extrem gern, auch wenn ich dabei keine Zeit finde. Aber ich würde da gerne mehr Zeit, ich werde auch mehr Social Media machen, ich werde mal da in die Therapie, also ich habe ja auch Pausen, Mittagspausen und so weiter, da werde ich mal Bücher mitnehmen und das Social Media mich besser vermarkten über Social Media. Das heißt, ich werde regelmäßig auf Twitter sein, ich werde regelmäßig auf Instagram posten, ich mache, solange die Therapie ist, am Wochenende Videos, ein Video halt pro Woche, nach der Therapie geht es nochmal weiter und es erwartet euch noch sehr viel. Ich habe auch mehrere Kunstprojekte schon geplant. Das Problem ist, dass ich nicht aufgeschrieben habe. Die schwirren in meinem Kopf drinnen und das werde ich noch genauer machen. Ich werde mir das unter der Woche alles ein bisschen notieren. Dankbarkeitstagebuch will ich auch anfangen. Also wie seht ihr, ich bin auf einem sehr guten Weg und ich will geilen Content für euch machen, das ja. Nach der Therapie, ich will richtig geilen Content einfach für euch machen. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Auf jeden Fall, mir geht's mega nice, meine lieben Freunde. Ich freue mich übrigens auch über jedes Kommentar, weil ich habe gesehen, das erste Mal Therapie-Video, wo ich ein bisschen über die Therapie geredet habe, hat sehr viele Aufrufe bekommen. Also das Thema ist interessant anscheinend für viele Menschen. Und schreibt das in die Kommentare, ob ihr genauer über meine Therapien wissen wollt oder was ich so mache. Dann mache ich das natürlich gerne mal. Für nächste Woche habe ich mir gedacht, dass man vielleicht was Entspanntes, weil dabei habe ich nicht so viel Energie, weil ich mache nicht wirklich Sport dabei, wegen meinem Fuß. Aber der war ich erst im Krankenhaus und die Bruchstelle ist schon sehr gut verheilt. Das heißt, er tut zwar noch weh, aber
ich werde dann nach der Therapie wieder anfangen, regelmäßig Sport zu machen. Das heißt, ich habe mehr Energie für die Videos. Und ich will euch zufriedenstellen. Ich mache das für mich, mein Hobby, aber ich mache es auch für euch. Sogar mehr für euch, weil ich will mit YouTube erfolgreich werden, weil es ein Hobby ist. Wird, selbst wenn ich einen Beruf draus mache, wird es immer noch mein Herzensangelegenheit sein, mein liebstes Hobby. Und Texten mache ich halt nebenbei. Vielleicht, ich habe mir überlegt, dass ich wirklich so 10 Tracks schreibe. Ich informiere mich da auch genauer über Reimlexiken und so, habe ich mir schon bestellt und so weiter und so fort. Und dann mache ich vielleicht aber, weil meine Listen, die waren nicht professionell gemacht. Ich will es vielleicht wirklich einmal professionell ausprobieren in einem Tonstudio und gescheite Beats dazu machen. Aber ja, auf jeden Fall, bei mir läuft's. Ich hoffe, bei euch läuft's auch. Wäre schön, wenn ihr ein Abo und einen Kommentar da lasst oder ein Like, falls ihr noch nicht gemacht habt. Auf jeden Fall alles gut, Leute. Illuminati-Style-Verabschiedung. Auf jeden Fall. Ciao, Leute.